18. September 1923 wurde Jozsek Kokot als ältester Sohn des Ehepaares Jozsek Kokot und Magdalena Buchsbaum geboren. Die Familie lebte in der Kärntner Gemeinde Köstenberg, Kostanje, heute Felden, Würber am Wörthersee. Die dörfliche Kommunikationssprache war zu jener Zeit das Slowenische. Am 15. April 1942 wurde die 11-köpfige Familie Kokot mit 226 weiteren Kärntner slowenischen Familien verhaftet und in spezielle bewachte Lager verbracht. Auf Basis eines Bescheides, der das Verhalten der Familie als volks- und staatsfeindlich bezeichnete, wurden die zwangsweise Ausgesiedelten ihres Besitzes beraubt. Die Familie Kokot kam in die Lager Renitz nahe Stettin sowie Rastatt nahe Karlsruhe. In den sogenannten ausgesiedelten Lagern wurden alle arbeitsfähigen Internierten, auch Kinder, zu Arbeitsleistungen verpflichtet. Jozsek Kokot und sein Vater mussten zu einem Arbeitseinsatz in die Maschinenfabrik Lorenz nach Ettlingen, wo die Männer weiterhin unter polizeilicher Aufsicht standen. Im Herbst 1943 wurde der junge Kokot mit anderen Ausgesiedelten in das Ziegelwerk Deutsche Hurdis-Fabrik nach Baden-Oos überstellt. Am 22. Mai 1944 wurde Kokot in der Fabrik verhaftet. Über den Grund der Verhaftung wurden weder seine Kollegen noch seine Familie informiert. Vermutlich wurde Jozsek Kokot von einem Beschäftigten des Werkes angezeigt. Jozsek Kokot hatte, trotz Verbots, Kontakt zu den ebenfalls im Ziegelwerk arbeitenden russischen Kriegsgefangenen gesucht und seine kleinen Lebensmittel- und Tabakrationen mit ihnen geteilt. Nach mehrmonatiger Gestapohaft wurde Jozsek Kokot schließlich in das KZ Mauthausen eingewiesen, das am 3. September 1944 seinen Zugang vermerkt hatte. Bereits 9 Tage später erfolgte seine Überstellung in das Außenlager am Kärntner Leubelpass. Kaum angekommen, wurde er mit einem Einzeltransport wieder in das Stammlager zurückgeschickt. Er war der einzige Kärntner, der im KZ Leubel interniert gewesen war. Sein rascher Rücktransport lässt vermuten, dass die Lagerverwaltung ihn aufgrund seiner Kärntner slowenischen Herkunft als problematisch erachtet hatte. Denn in der Umgebung des KZs waren Partisanen aktiv. Und diese hatten bereits einigen Häftlingen zur Flucht verholfen. 4 Tage nach seiner Rückkehr ins Stammlager Mauthausen wurde Jozsek Kokot im Zuge einer Massenhinrichtung auf Befehl des Reichsführers SS ermordet. Laut Eintrag im Totenbuch von Mauthausen wurden am 25. September 1944 von 7 Uhr morgens bis 18.25 Uhr 137 Männer erhängt. Mit Ausnahme eines Polen und Jozsek Kokot galten alle anderen Opfer als Russen. Kokot war zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung 21 Jahre alt. Seine Familie wurde auch nach dem Tod von den lokalen Behörden lange im Ungewissen gelassen. Erst 1949 erhielten sie die Todesnachricht. Sein jüngster Bruder Andrei, der zum Zeitpunkt der zwangsweisen Aussiedlung der Familie 5 Jahre alt gewesen war,
hatte später die dramatischen Ereignisse der Familie Cocotte literarisch in dem Band Causeries Pomine und auf Deutsch Das Kind, das ich war, verarbeitet. Es ist sein Name, der mir Brücken schlägt zu jener Vergangenheit. Der Hinweis auf die Individualität, die sich trotz der Kollektivvernichtung, die diesen Ort kennzeichnet, bewahrt hat. Die Buchstaben alleine lassen nicht auf seine Persönlichkeit, seine Eigenarten, seinen Charakter schließen. Sie klingen fremd. Aber genauso fremd bin ich an diesem Ort des Gedenkens. Ich, die ich nie wissen werde, wie es sich anfühlte für ihn. Ich, die ich nur versuchen kann, nachzuvollziehen, was an diesem Ort geschah. Aber etwas verändert sich, wenn ich den Namen lese, wenn ich dem Klang der Buchstaben lausche. Es ist ein Zusammenschmelzen von Gegenwart und Vergangenheit. Denn plötzlich bekommt all das, was ich über diese Gräueltaten gehört habe, eine Bedeutung. Plötzlich kenne ich ein Gesicht zu den Fakten und Zahlen und alles wird greifbarer. Ich habe das Gefühl, die Bahnen der Zeit zu durchbrechen. Meine Schritte auf kantigem Stein, den vielleicht er mit seinen eigenen Händen gelegt hat. Meine Hände auf der Mauer, die ihn von dem Menschen trennte, als der er geboren wurde und ihn zu jener Nummer machte, als die er sterben musste. Ich sehe den Namen und weiß, dass sich dahinter ein Leben verbarg, das auszulöschen niemand das Recht hatte. Und ich stehe hier an diesem Ort des einstigen Schreckens und überlege, was er wohl für ein Mensch war. Seine Lieblingsfarbe will ich wissen und ob er lieber Äpfel oder Birnen gegessen hat. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich denke, der größte Unterschied zwischen ihm und mir liegt wohl in der Zahl der Möglichkeiten. Ich habe eine Perspektive, ein Leben, eine Zukunft. Ihm aber wurde seine zerstört, bevor er danach greifen konnte. Wer hat das Recht, jemandem die Zukunft zu stehlen? Wer hat das Recht, jemandem das Privileg zu verwehren, eines natürlichen Todes zu sterben? Denn bei ihm hat der Tod all seine Natürlichkeit verloren. Er ist Opfer einer Zeit geworden, die Leben wie Lebensmittel abgewogen hat, zur falschen Zeit, am falschen Ort, die falsche Nationalität, die falsche Sprache. Wir sind es gewohnt, alles zu kategorisieren. Wir haben Vorstellungen von gut und schlecht, richtig und falsch. Aber wir müssen verhindern, dass Menschen selbst dieser Wertung unterzogen werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir Leben gegen Leben abwiegen. Und wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir nicht alles tun dürfen, was wir können. Und dass wir noch lange nicht das Recht haben, Macht über andere auszuüben, nur weil wir die Mittel dazu besitzen. Die Gedenkstätte Mauthausen ist ein stiller Ort. Und vielleicht muss er heute so still sein, weil er damals so laut war, so tobend, so fürchterlich, so grauenhaft. Vielleicht müssen wir heute gedenken, weil damals zu wenig gedacht wurde.